Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zu unserem Let's Play, das sich um die Reise durch das Mittelalter dreht, so wie wir sie hier in Crusader Kings 2 erleben. Aktuell sind wir unterwegs mit dem Königreich, dem frisch gegründeten, nochmal neu, dem frisch gegründeten, heute kriege ich meine Sprache hoffentlich mal auf die Kette, Königreich von England mit, Kühnhelm? Ich habe ihn immer Kühnehelm genannt, aber ich glaube, es würde wahrscheinlich Kühnhelm oder so ausgesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, womit ich heute auch anfangen will. Wie wird eigentlich jetzt dieses, heute wird das Mercia im Englischen genannt, wie wird eigentlich dieses Königreich benannt und ausgesprochen, vor allen Dingen in der zeitgenössischen Sprache? Das will ich mal ganz kurz mit einem kleinen Exkurs hier heute mal starten. Ich kann es euch nicht exakt genau sagen, so wurde es ausgesprochen. Aber es gibt schon ein paar Hinweise, mit denen man dieser Sprache näher kommen kann. Es gibt verschiedene Dialekte des sogenannten Altenglischen. Also sämtliche Königreiche, die wir jetzt hier schon teilweise gesehen hatten, also ob es jetzt da entsprechend die Gebiete in Sussex, in Wessex und so weiter waren, ob es jetzt unser Mercia ist, ob es North oder Southumbria ist. Die hatten verschiedene Dialekte. Mercianisch ist sozusagen einer der Dialekte gewesen, aber die gehören alle zu angelsächsischen, beziehungsweise in der Sprache, in der Fachwissenschaft spricht man da von Altenglisch. Die gehören alle zu dieser Sprachform des Altenglischen, in der auch unter anderem dieses von mir schon thematisierte und angesprochene Beowulf-Werk verfasst wurde auf Altenglisch. Das ist eine Sprache, die uns im ersten Moment erstmal sehr fremd klingt, aber viele Begriffe des Englischen, die wir heute kennen, eigentlich schon ein bisschen vorwegnimmt. Das werde ich euch gleich mal an einem Beispiel verdeutlichen. Und zwar gibt es auf Wikipedia unter dem Artikel /wiki/altenglisch, da könnt ihr mal reinschauen, gibt es auch ein Hörbeispiel zu einem Text eines westsächsischen Vaterunsers. Das gehört also zur Sprachfamilie sozusagen des Altenglisch. Und Westsächsisch ist ein Dialekt, der ist quasi, das ist ein anderer Dialekt wie Mercianisch. Das heißt, es gibt dort Unterschiede, die ich jetzt nicht genau festmachen kann, aber so oder so ähnlich werden auch die Mercianer, wenn man sie denn so nennen will, gesprochen haben. Und das hören wir uns mal an. Und ausgehend von der Aussprache dieses Vaterunsers habe ich mal abgeleitet, wie man Mercia sozusagen nicht in der Moderne, sondern in der damaligen Zeit wahrscheinlich ausgesprochen haben mag. Da gibt es auch zwei verschiedene Erwähnungsformen, wie das geschrieben wurde und dann entsprechend ausgeschrieben bzw. ausgesprochen worden sein mag. Alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, bitte. Das ist jetzt kein festgelegtes Wissen, sondern das ist jetzt wirklich auch meine Deduktion zu der ganzen Geschichte, weil diesen mercianischen Dialekt konnte ich nirgendwo als ausgesprochene Form finden. Also wie das genau phonetisch ausgesprochen wird jeweils, da müssen wir noch kleine Abstriche eventuell machen, aber so oder so ähnlich könnte es dann sein. Ich leg mal los. Es gibt hier, wie gesagt, dieses Hörbeispiel auf Wikipedia. Und warum tappt mir Crusader Kings eigentlich jedes Mal raus, wenn ich hier irgendwo hinklicke? Das ist blöd, müssen wir aber jetzt akzeptieren. Auch, dass das rausscrollt. Ich habe jetzt ja hier den zweiten Bildschirm angeschlossen. Sadar Ura, Sutha Arton Havanum, Sithin Namaya Halhut, Tobe Kuma Thin Richa, Yawurtha Thin Willa, On Arthan Swaswa On Havanum, Ura Yedai Huamlikan Half, Sula us todai, and for if us ura gultas, swa swa we for yivath urum gultandum, and naya lad thu us on kostnunga, ak alus us of uvela, soth licha. So, ich werde in der Videobeschreibung dieses Hörbeispiel auch nochmal verlinken. Das ist nämlich unter Creative Commons Nennung, glaube ich, auch eingestellt. Das muss ich sogar machen. Tue ich aber auch gerne, weil ich finde sowas immer ganz interessant. Vielleicht habt ihr das ein oder andere daraus hören können. Also es ist ja das Vaterunser. Den Text werden ja sicherlich viele von euch kennen. Spannend finde ich zum Beispiel, dass dort von Heophonum die Rede ist. Und Heophonum wird so ähnlich ausgesprochen wie heute im Englischen Heaven. Und das ist quasi der Vorläufer ja, für die Benennung des Himmels, also Heaven. Heophonum ist dann so ein Beispiel, wo man schon sieht, das hat auch wirklich einen starken Vorbildcharakter für das moderne Englisch. Also ein großer Teil der englischen Sprache basiert eben auch auf
diesen sächsischen Einwandererdialekten heraus. Es gibt natürlich ein paar Begriffe, die sich auch aus dem Keltischen rübergerettet haben. Es gibt dann natürlich auch ein paar Begriffe, die durch die Wikinger in diesem Danelag historisch natürlich Einzug gehalten haben in die englische Sprache. Und es gibt natürlich nachher auch gerade in der gehobenen Sprache Einflüsse aus dem normannischen Gebiet, aus dem französischen Sprachraum, die ebenfalls in die englische Sprache eingegangen sind. Das will ich gar nicht weiter thematisieren. Interessant finde ich die dritte Zeile. Und zwar ist ja davon die Rede, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht, Tobecum Vinrice wird da ausgesprochen, also komme dein Reich oder dein Reich komme, aber es wird halt etwas anders von der Satzstellung her aufgebaut. Also Vinrice oder Vinrice ist quasi dein Reich und Vinrice so ausgesprochen wird und wir dann angucken, wie wurde Mercia eigentlich als Königreichsname überliefert, dann haben wir da eine Schreibung, die sich Mirce quasi schreibt mit CE am Ende oder mit, also mit IERCE oder Myrce, also MYRCE. Und wenn wir diese CE-Sprechung von dem Vater Unser, was wir gerade gehört haben, als Grundlage nehmen würden, wie gesagt, mit einiger Vorsicht, dann müsste es wahrscheinlich entweder nach der ersten Schreibung Mirsche heißen oder Mürsche. Also so müssten wir eigentlich hier, hätte ich die ganze Zeit Mercia aussprechen müssen. Ich habe es immer Mercia genannt, weil ich dachte, diese K-Verhärtung müsste da irgendwie drin sein. Das ist aber Quatsch, das stimmt, denke ich mal, zu 99% nicht. Aber ja, also entweder Mirsche oder Mürsche wird wahrscheinlich Mercia ausgesprochen worden sein in der zeitgenössischen, ja, in der damaligen Zeit. Das nur so als Hintergrund. Das ist jetzt ein sehr langer Exkurs gewesen, aber ich wollte euch das mal zeigen, weil ich finde solche Sachen sehr, sehr spannend. Solche sprachlichen Herkünfte von Worten und wie sich das über die Zeit geändert hat. Heute, wie gesagt, gibt es ja noch dieses Gebiet Mercia, das eben so ausgesprochen wird im Englischen. Und das hat sich natürlich dann stark gewandelt im Laufe der Zeit. Ja, egal wie es ist, wir sind zwar quasi Mürsche herkünftig sozusagen oder aus diesem Königreich Mürsche haben wir uns hier quasi entwickelt zum neuen Königreich England. Und da steigen wir jetzt doch mal ein, denn da geht es jetzt ja eigentlich ums Eingemachte sozusagen, denn wir haben einiges vor heute. Einerseits würde ich als erstes, obwohl dieser Krieg von Dänemark gegen Ulaid noch läuft, würde ich ganz gerne hier schon mal Norfolk erobern, denn die sind so schwach mit der einen Provinz, die möchte ich gerne direkt besiegen. Das werden wir als erstes machen. Da werden wir also einen normalen Krieg erklären, indem wir unseren normalen De Jure-Anspruch hier geltend machen. Das kostet uns nicht viel. Ulaid ist da eigentlich auf unserer Seite, aber ob die uns helfen, ich weiß nicht. Ach so, wir haben... ich hatte vergessen, dass wir noch bis 870 warten müssen. Never mind, dann kann das schon mal wieder gestrichen werden von der Liste, weil wir noch einen Waffenstillstand haben. Ist das hier auch der Fall? Nein, ist es nicht. Dann können wir aber König Elfric einen Vasallisierungskrieg erklären. Das kostet uns immerhin 1000 Prestige, aber wir können sein gesamtes Reich hier in unser Reich rein integrieren und das werden wir auf jeden Fall dann heute machen, damit wir hier Northumbria auch wieder zum Königreich England dazu holen, denn diese anderen Angel- und Sachsen-Königreiche, die wollen wir natürlich auch hier in England integrieren, damit wir da entsprechend Englands Macht noch weiter vergrößern. Das wird dann unser Ziel sein. Norfolk wird dann ab 870 erobert. Nun gut, denn da können wir so viel, was war das? Prestige, glaube ich, ne? Was wir da bräuchten. Ja, das können wir nicht ausgeben. Wir brauchen ja schon 1000 Prestige dann für unseren Vasallisierungskrieg. Dann schauen wir mal weiter. In Zukunft möchte ich König Gurum von Pictland, das hatte ich glaube ich schon erwähnt, wieder als Verheiratungsziel hier kenntlich machen und mit ihm ein Bündnis eingehen. Aktuell geht das noch nicht, wenn ich also versuche hier, nicht Heirat, sondern Verlöbnis, seine Söhne hier sozusagen, Briok und Uyen. Warum ist Uyd nicht sein... Ist das nicht sein Sohn? Aber das würde nicht zum Nichtangriffspakt führen. Das ist anscheinend nicht sein Sohn. Briok, so rum. Genau, aber mit seinem Sohn würden wir keine Verheiratung hier zum Beispiel mit Sexburg.
Sexbuch, glaube ich, so ähnlich müsste ausgesprochen werden. Ich weiß es nicht genau. Verzeiht es mir bitte. Ich bin kein Angelsächsisch-Experte. Also das würde nicht funktionieren wegen politischen Vorbehalten. Ich hoffe, es liegt daran, weil er sich aktuell auch im Krieg hier befindet, gegen Durham, also gegen einen unserer Vasallen. Ich weiß gar nicht, können wir hier nicht irgendwie... Genau, er soll schon mal die Verschwörungsunterstützung stoppen. Da müssen wir uns gleich auch nochmal drum kümmern. Kann ich nicht dem Piktenkönig irgendwie sagen, hör mit dem Krieg auf? Aber das geht wahrscheinlich nicht, weil wir da... Nee, das geht auch nicht. Titelanspruch. Alban und Kirsten, will. Okay, nein. Das will ich alles nicht. Ja gut, dann können wir da eh nicht eingreifen. Dann müssen wir das jetzt einfach abwarten. Vielleicht liegt das an dieser kriegerischen Auseinandersetzung, dass wir hier nicht diese Verlobung machen können. Aber das will ich auf jeden Fall in Zukunft in Angriff nehmen, damit wir wieder den starken Verbündeten, nämlich die Pikten, hier gegen Dänemark haben. Denn gegen Dänemark werden wir auf jeden Fall kurz- oder mittelfristig auch vorgehen müssen. Das ist ganz klar. So, wie wir das Ganze begründen. Wir sind ja hier mit Schönhelm unterwegs. Er ist eigentlich zufrieden. Das ist ja, glaube ich, so das Komplementär-Trait, die Komplementäreigenschaft zu ehrgeizig. Eigentlich kann man jetzt auch argumentieren, warum gründet der England? Warum kämpft er so versessen gegen die Dänen? Der ist doch total zufrieden, den treibt doch eigentlich fast nichts an. Und dem würde ich halt entgegenhalten, doch, ihn treibt, und das wissen wir schon seit langem, religiöser Eifer an. Er will die Heiden hier aus England, aus diesem großbritannischen Raum vertreiben, so gut es ihm eben möglich ist. Deswegen hat er die Krone Englands genommen, an sich gerissen sozusagen. Deswegen vereint er alle ehemaligen sächsischen und englischen, also angelsächsischen Königreiche unter seiner Herrschaft, und deswegen will er hier eine starke Herrschaft auch aufbauen. Das ist der Grund, ist hier natürlich, dass Danelag und die Provinz Essex, die von Dänemark gehalten werden, also quasi von Dänen, wie man sie damals auch genannt hat, wobei historisch waren das eigentlich überwiegend Norweger, ist aber nicht so relevant für uns. Er will auf jeden Fall gegen Dänemark hier vorgehen. Und dementsprechend spielt dieses Trade, finde ich, was diesen religiösen Eifertum oder dieses religiöse Eifertum angeht, eigentlich eine untergeordnete Rolle für mich. Und deswegen begründe ich auch, warum er hier eigentlich so umtriebig ist, was diese Kriegsvorbereitung und alles angeht. Dann werden wir in Zukunft, jetzt können wir das noch nicht, aber wenn wir genug Geld wieder zusammen haben, werden wir das Herzogtum Kent erstellen, um es dann unserer Gräfin Elflet von Surrey zu geben. Das ist nämlich auch eine sehr gute Vasalle, die hat nämlich auch das Zufrieden-Trade, und sie ist unsere Beraterin, mag uns deswegen auch sehr stark, und wir werden sie dann quasi weiter belohnen mit diesem Herzogstitel von Kent, den wir selber eigentlich dann auch nicht brauchen, aber in gute Hände gelegt haben. So, das ist erstmal so der ganz grobe Plan, und ich würde sagen, wir legen gleich mit dem Vasalisierungskrieg los. Das wird König Elfric von Northumbria mit 14 Jahren sehr erschrecken und sehr überraschen, aber wir werden es machen. Für 1000 Prestige. Lannister ist hier noch auf der Seite von ihm. Mal gucken, wie stark die sind. Aber ich glaube, Lannister ist hier einigermaßen zu vernachlässigen. Ich glaube, das sind die hier, ne? Ne, das ist Cumbria. Um die müssen wir uns übrigens auch noch eigentlich kümmern. Die gehören auch noch zu dieser Ansammlung der angelsächsischen Königreiche. Ach, Lannister war hier unten. Ja, die sind nicht so besonders gefährlich, glaube ich. Gut, senden wir die Kriegserklärung. Und Verbündete rufen wir erstmal nicht rein. Wir heben natürlich unsere 3000 Mann erst einmal aus. Die werden sich hier unten sammeln. Können sich aber eigentlich auch schon mal irgendwie hier in Chester treffen. Ich glaube, das macht am ehesten Sinn. So, und nachdem ihr euer Schwert zahllose Male geschwungen habt, beginnt ihr die Einzelheiten jedes Hiebs zu erlernen, den ihr gegen eure Feinde führen könnt. Das Training zahlt sich aus. Wir sind tatsächlich hier auch ein fähiger Krieger. 10 Kriegskunst, wir haben jetzt eine schöne Rüstung auch an. Das sieht mit der Maske auch interessant aus, aber wir sind mit der Kampffertigkeit, obwohl wir gestresst sind, wieder auf plus 6. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Sache. Ob wir jetzt selber unbedingt Anführer werden, das müssen wir dann gleich mal schauen hier in dieser Auseinandersetzung. Das müssen wir gucken. So, er hat Lannister in den Krieg gerufen, das habe ich mir schon gedacht, ist auch nicht schlimm. Damit haben wir ja nun auch wirklich gerechnet. So, wir ziehen alle Truppen zusammen. Æthelstan wird... Puh, okay.
Okay, wen hat er denn hier genommen? Haben wir denn nicht einen Zentrumsführer mit Kühnehelm selbst? Könnten wir da eigentlich rein? Allerdings ist natürlich Athelstan mit 20 ein richtig guter. Dann haben wir hier noch Eastmund. Nicht zu verwechseln mit Westmund, Kappa. Eastmund als heiliger Krieger bringt uns jetzt hier auch irgendwie nicht sehr viel. Gegen unsere eigenen Leute natürlich. Und Athelward. Und Kühnehelm selber hätte auch 11. Nehmen wir doch Athelstan mal lieber hier auf die rechte Flanke. Da, wo er auch mehr schwere Infanterie anführen kann. Ich würde sagen, Kühnehelm nehmen wir tatsächlich jetzt in die Mitte. Eastmund nach links. Ja, das soll erstmal klappen. Aber ich würde sagen, wir heben auch zusätzlich unsere Vasallenaufgebote aus. Das wird denen nicht so sehr gefallen, aber das hat den Vorteil, dass wir gleich mit genügend Bogenschützen angreifen können. Denn wir haben ja gelernt, die Kampfmechanik scheint doch sehr stark am Anfang der Kämpfe auf Bogenschützen zu basieren. Und wenn wir da schwach sind, das ist keine gute Sache. Dänemark wird wahrscheinlich bald gewinnen, das ist klar. Ihren Krieg gegen Ulaid, das hat sich abgezeichnet. So, ist ein bisschen langsam. Wir könnten mal eine Geschwindigkeit hochstellen. So. Ach, guck mal, hier unten sind wir schon im Angriffskrieg hier. Ja, es ist nicht so schön, weil wir die Moral nicht haben. Essex ist hier noch unterwegs und besiegt fast unsere Truppen, aber dann doch nicht. Okay. Nun gut, das hat jetzt hier keine große... Warum lauft ihr hier durch gegen die Armee von Lannister? Zieht gefälligst hier rum. Jungs und Mädels, was kann denn so schwer sein? Lannister erobert hier was, aber das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Das werde ich hier geflissentlich ignorieren in Worcester. So, wir ziehen schon mal hier Truppen zusammen. Ja, die Vasallen meckern wieder rum. Das kennen wir schon, das Thema. Kühnehelm hat 13 auf einmal Kriegsfertigkeit. Woher kommt das? Erfolgreiche Behandlung, Kriegsfokus. Ja. Jetzt hat er auf einmal 16. Eben hatte er 6. Okay, was ist jetzt passiert? Besitztümer werden belagert. Hm. Weiß man nicht so ganz genau, was da war. Aber hey. Ah, vielleicht sollten wir vorher doch die Bogenschützen und die Einheit hier ausschalten, die Armee von Gleisuk. Mit 5400 Mann könnten wir uns das eigentlich sehr gut erlauben. Und ich weiß nicht, ich glaube sonst hätten wir hier tatsächlich irgendwie latente Probleme. Andererseits will ich natürlich hier erstmal erobern. Oder spalten wir jetzt hier am besten Truppen ab? Nee, das ist mir zu unsicher. Wir Ach, hier unten ist Northumbria, kämpft hier in Essex. Okay, hat Northumbria noch einen anderen Krieg? Ach so, verteidigt gegen Styrbjorn und verteidigt gegen Trygve von Essex. Okay, ja, wenn er sich da unten, ganz ehrlich, wenn er sich da unten gerne bedienen will, dann ziehen wir erstmal nach Northumbria und erobern dort. Ganz klar. Dann ist uns das auch egal. Dann soll er hier unten mal tätig werden. Das juckt uns ehrlich gesagt nicht so. Der geht nach Bedford, der wird jetzt hier bei Essex unterstützen, der Verbündete. Okay, das Fieber hat nachgelassen. Vielleicht nur vorübergehend, aber trotzdem kann ich immer noch die schemenhaften Gestalten in den Ecken lauern sehen. Wer sind sie? Existieren sie wirklich? Oh, wir sind wahnsinnig geworden. Wahnsinnig vor lauter... Oh Gott, Lys, wahnsinnig. Das ist ja wirklich... Eieiei. Das macht uns bei unserem Vasallen natürlich relativ unbeliebt. Wobei, es geht noch. Aber ein wahnsinniger Charakter. Das ist natürlich interessant hier nach all dem, was er durchgemacht hat. So, hier ist ein Kampf, mit dem haben wir natürlich nicht mit zu tun. Ja, wir sehen schon, Dänemark gewinnt, 100% sind zusammengekommen. Ja, Ulaid verliert die Provinz Meath oder Merth, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, an Dänemark. Der neue Häuptling Thordr ist gleich ein nordischer Vasall. Na gut, so, ich muss, dadurch, dass wir wahnsinnig werden, denken wir auch sofort an all die Gefangenen im Kerker. Sie sind mir völlig ausgesetzt, Ölt mir die Streckbank oder, ja, religiöser Eiferer. Er ist schon religiös geprägt. Widersteht er dem Gedanken? Nein, ich denke nicht. Ich glaube, der Wahnsinn hat schon Überhand genommen bei Kühnehelm.
Und jetzt ölt er die Streckbank und Margaret, die Flüsterin, wird dadurch definitiv leiden müssen. Na gut. So, unsere Belagerung geht auch sehr schnell voran. Eigentlich können wir hier direkt mal Angriff auf Besitztum machen. Das ist überhaupt kein Problem. So, hier allerdings können wir das nicht machen, das ist ein bisschen sehr heftig. Mein Marschall hat Æthelwerd zu beträchtlichen Fortschritten verholfen. Er ist jetzt ein Verteidiger, sehr schön. So, wir haben jetzt also schon zwei Provinzen mit der Gewalt durcherobert, zwei Liegenschaften, die Stadt Corbridge und ja, die Burg Bamburgh. Und die Abtei von Lindisfarne, die muss jetzt auch noch erobert werden und dann können wir uns entsprechend hier gegen Northumbria weiter erwehren, ohne Probleme. Ja, wir haben viele Soldaten verloren. Gut, das ist jetzt aber bei der Überlegenheit nicht weiter schlimm. Außer es triggert jetzt irgendwie 5-mal in Folge, dann wäre es schade. Aber ich denke mal, wir sind vorher hier mit der Belagerung fertig. Ohne weitere Probleme. So, haben wir einen Sieg davongetragen. Das ist sehr gut. Das heißt, die Belagerung hier ist fertig. 43% schon und damit können wir weiterziehen. Hier oben ist ja auch noch eine Provinz, die man kaum erkennen kann. Dann gehen wir jetzt nämlich hier oben nach Lindis. Ach, Lindisfarne ist auch noch eine eigene Provinz. Okay, haben wir aber schon besiegt. Das ging schnell. Warum macht er das? Von alleine? Okay, Lindisfarne wurde besiegt. Wie gesagt, wir haben ein paar Truppen verloren. Wir können uns jetzt noch um Yordale kümmern. Und ich weiß gar nicht, war das vorher von wem anders erobert? Grafschaft Essex? Hä? Was ist denn da passiert? I don't know. Er kommt jedenfalls mit 2200 Mann uns entgegen. Vielleicht stellen wir ihn in Derby. Ich glaube aber, dass er vorher schon da ist. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir am ehesten angreifen. Er zieht hier nämlich direkt in Richtung Durham. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir ihn nicht aufhalten können, dass er nicht direkt hier in seine Gebiete gehen kann. Zum Wohlergehen aller erlasst ihr, wie es euch als Herrscher von Rechts wegen zusteht, ein neues Gesetz. Nun müsst ihr nur noch über seinen Inhalt entscheiden, weil wir wahnsinnig sind. Okay. Der Rübenerlass, der Hosenerlass, der Loch in der Wanderlass oder der Erlass zum Stopp der Gewalt. Oha. Das müssten wir ja eigentlich auswürfeln. Ich denke mal, ihr werdet gleich ein Standbild kriegen, wenn ich hier wieder in den Browser gehe. Dass das hier so ein bisschen wegzieht, das tut mir leid, das kann ich irgendwie nicht ändern. Oder ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, diesen zweiten Bildschirm da. Ach, wisst ihr was? Ach, Quatsch. Wir machen das jetzt anders, liebe Leute. Wir sind sowieso schon am Folgenende. Ich werde das zwischen den Folgen mal auslosen hier. Auswürfeln lassen und dann werden wir mal gucken, was das hier für ein Erlass wird, den wir als wahnsinniger Herrscher entscheiden. Mal gucken. Ansonsten, der Krieg hier verläuft sehr gut. Mal schauen, wie er dann weitergeht für Thunhelm. Ich hoffe, ihr fand die Folge wieder spannend. Das ist natürlich ein bisschen Rechercheaufwand, wenn man sich um so Fragen wie Aussprache des Königreichs vorher kümmert und sowas. Aber das finde ich halt sehr, sehr spannend. Das war die Auftaktfolge zur Staffel und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.